Es glaube ich hier behalten zu können. Es ist ein Narr. Na gut, lassen wir ihn frei. Das war eigentlich nur ein Missverständnis, also. Ich möchte einen Gefangenen freilassen. Ach, und wem wird dieses neue Glück geholt? Lass Kesterik frei. Wenn Sie sicher sind, mein Fürst. So, Kesterik ist frei. Ich habe dir eh noch nicht geblickt, was es mir bringt, hier Gefangene zu haben. Außer, dass ich sie jetzt auspeitschen könnte. So, jetzt brauchen wir Athletik, Verfassung, Heimlichkeit, wahr, Macht. Rasten. So. Ja. Wir haben gerastet für Macht. Das heißt, wir können jetzt... Nehmen wir einfach den Weg, der geht schneller, denke ich mal. Außer wir begegnen jetzt gleich wieder noch mehr Attentäter, die hier unten auf uns lauern. Das wäre nervig. Aber so wie es aussieht, haben wir Glück, was die Attentäter angeht. So. Handwerk, Nahrung. Bauernaufstrich, Bewegungsgeschwindigkeit und Macht könnten wir machen. Ausdauer, Intelligenz. Ausdauer. Macht, Entschlossenheit. Das wäre nicht schlecht. Ausdauer, Macht mit dem Druck Rinderbraten. Dunkle raue Teigkekse, Verfassung, Wahrnehmung. Ausdauer, Gewandtheit, wäre ein Topf. Herzhafte Pastete, Ausdauer, Macht, Wahrnehmung. Ausdauer, Verfassung. Ausdauer, Verfassung und Rautei, Ausdauer, Gewandtheit. Machen wir mal drei Stück für den, für meine... Fernkämpfer, also für Hagrim, Alof und Durins. Und machen Bauernaufstrich für meine drei anderen, also für Kanna, Alof, Kanna, Edda und Palegina. So. Ich hätte übrigens noch Perlholzhühner, die machen Ausdauer und Verfassung, aber wir können nicht so viel Speisen auf einmal aktiv haben. So. Ach ja, das kann weg. Das heißt, wir können jetzt in die Stufe 14 gehen. 5 Stunden, ja. So, das ist halt echt jetzt so eine Sache. Ist der Drache sofort aggressiv? Das werden wir ja gleich sehen. Ich mache dann gleich, bevor wir runterkrabbeln, in seine, in seinen Horden Quicksave. Da gucken wir erstmal, ob er aggressiv ist. Hier zwischen den Beinen. Weil eigentlich meine Truppe ist Max Level, meine Truppe ist auch ziemlich gut ausgerüstet.
Das Problem ist halt sein blöder Drachen-Odem und die Adragans, die einfach mal meine Leute übernehmen. Nicht von der Stelle rühren, habe ich gerade einen Quicksave gemacht. Ja, schnell speichern, erfolgreich, gut. Vorsichtig die Felsen hinunterklettern. Gut. Steady does it. Ja, er ist aggro. Be cautious. Be constant. Was geht mit dem ab? Let's go. Okay, er ist schlecht gelaunt. Lavaru, beyond. Someone fell. Genau, wenn er das macht, ist er böse. Okay. Wo ist mein Quicksave? Jetzt hoffe ich mal, dass der Quicksave auch funktioniert. Hauptproblem ist definitiv, dass er böse ist. Ich meine, der macht verdammt viel Schaden. Und ich kann da so gut wie gar nichts gegen machen. Vorsichtig hinabklettern, ja. Ich kann mich höchstens hierher zurückfallen lassen erstmal. So. Gut. Dann gucken wir mal, was könnte Alof Durins mächtiges Zaubern, das uns am Anfang hilft. Das würde helfen. Geringe Fürbitte. Nö. Könnten wir ihn nicht einfach mal umhauen? Er kann ja Dings dieses Mal hier beschwören. Lavaru beyond seek. So. Dann essen wir jetzt erstmal alle. Also, Bauernaufstrich, Macht, Macht, Macht kriegen. Er, sie und er. Er kriegt das hier. Er kriegt das hier und er kriegt das hier. Ja. Sure. So. Damit haben wir gegessen. Tränke und so können wir erst benutzen, sobald der Kampf beginnt. Da sehe ich schon das Leuchten von ihm. So, Kampf hat begonnen. Du ziehst dich jetzt erstmal zurück. Du trinkst einen Trank der Macht. Du trinkst einen Trank der Macht. Geisterschild. Versetzung. Du zauberst. Erzeugt einen mächtigen heiligen Schild, der einen Wirkungsbereich bloß auf Abwehr gewährt. Du zauberst das. Alof trinkt schon. Okay. Du läufst einfach weg. Nein, nicht vorrennen. Obwohl, du kannst schon mal Lindwürmer beschwören. So, jetzt müssen wir Schaden austeilen. Gegen den da am besten, so. Du versuch ihn mal zu schwächen.
combat. Und schon sind alle umgefallen. Belebung von Gefallenen. Und genau das klappt eben nicht. Was für eine Strategie könnten wir noch benutzen? Das Problem ist halt sein heftiger, ich mache einfach mal euch alle Todangriff, sein Odem. Der ist nicht zu schaffen, der Odem. Ich habe halt keinen Schutz gegen irgendwelche Odem-Dinger. Das ist halt das Problem. Sure. Es hilft halt einfach alles nichts. Ja. I'm ready. Den umzuschmeißen hat übrigens auch nichts gebracht. Wir haben zwar schon mal länger gegen ihn durchgehalten, aber wir kriegen halt keinen Schaden auf ihn. Das ist halt auch das Problem. So, machen wir mal die KI aus. Verteilen mal die Leute hier. Wow, okay, das hat schon mal wehgetan. Durenz, große Heilung. Genau dahin, wo ich sie nicht brauche. So, Abstand halten. Palegina markieren mal. Puh. Hallo, versuch einfach mal was Kettenblitzen. Oh, Palegina sieht nicht gut aus. Palegina, heil dich. Ja, was nun? Zeit hat alle Wunden. Nein, das hilft alles nicht. Nee, halt. Versuch's mal damit. Palegina trinkt einen Trank noch der großen Ausdauer. Du beschwör irgendwas. Du beschwör auch. Ogre. Autsch. Das waren schon die Ogre. Und da haben sie Edda übernommen. Ich kann diesen Kampf einfach nicht gewinnen. Ich weiß auch nicht warum. Doch, ich weiß warum. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich meine, es klappt ja auch nicht, ihn mit Alof zu übernehmen. Sonst würde ich ihn mit Alof übernehmen, dass er erstmal seine ganzen Minions wegkillt. Felsen hinabklettern, weiter. Sure. Oder ich übernehme seine Minions, dass er erstmal die wegkillt.